sind wir auf der Hut. Wir schlafen in Särgen und träumen von Blut. Okay, wir sind ein bisschen platt. Das ist echt der Hammer. Danke, Oscar. Pass mal auf. Hallo, Nestor. Wo warst du die ganze Nacht? Auf Käferjagd. Leider erfolglos. Anscheinend lassen sich die vielfüßigen Gesellen nur tagsüber blicken. Ich werde mit denen Vorlieb nehmen müssen. Wird wahrscheinlich nicht mal für eine Vorspeise reichen. Ach, Nestor, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein! Was? Stimmt was nicht mit den Dingern? Sind die abgelaufen? Nein, aber das war alles, was ich heute Nacht finden konnte, Fletcher. Und du hast sie alle auf einmal verschlungen, du Vielfraß. Nein, nicht ganz. Willst du die wiederhaben? Warum? Ach, warum nicht? Dieses Liebchen wollte ich sowieso pürieren. Ich glaub, mir wird schlecht. Das Dilemma, in dem du steckst, ist sehr interessant. Ach ja, veräppeln kann ich mich allein. Nein, mal ganz im Ernst. Vielleicht habe ich die Lösung für dein Käferproblem. Es wurde plötzlich taghell. Da drüben ist es gelandet. Es war rundum mit Lichtern und so. Gelandet ist nicht ganz richtig. Es schwebte mir. Ja, ein UFO live und in Farbe. Ein unidentifizierbares Soßnäpfchen. Und dann war es weg. Wusch! Aber sicher glauben Sie nicht an sowas wie fliegende Untertassen und kleine grüne Männchen. Hallo und Ordnung. Ich habe mir schon was überlegt. Ich werde den Laden morgen zulassen und mir stattdessen einen kleinen grünen Alien schnappen. Total plemplem. Ja, machen Sie sich nur über mich lustig, Sir, aber Sie werden sehen. Morgen präsentiere ich der Welt solch einen Alien-Kumpel. Ja, genau, dann bin ich berühmt. Dann muss ich nicht mehr an der Tankstelle malochen, sondern sitze in Talkshows, fahre eine Limousine und... Und landen in einer gepolsterten Zelle, meine Güte. Sie sollten wirklich aufhören, so einen Quatsch zu reden, Bruno. Die Leute denken sonst, sie haben sie nicht mehr alle. Wir werden ja sehen, Mr. Polidori, wir werden sehen. Hier ist das Gewünschte. Eine Kopie der Vampirjäger-Wochenzeitung. Außerdem ein Flockanspitzer, rostfreier Stahl, ein Anti-Vampir-Amulett und 3 Kilo Knoblauch. Das war's. Der Kerl hat sie nicht mehr alle auf der Leine. Für den Fall, dass das ansteckend ist, kaufen wir ab sofort woanders ein. Nestor. Es ist erstaunlich. Bei allen madigen Moorleichen, was soll das denn sein? Ein Sonnenschutzanzug, wenn du es unbedingt wissen willst, Fletcher. Der wird es Nestor ermöglichen, auch tagsüber rauszugehen, ohne wie ein Toast verbrannt zu werden. Ha! Du hast einen Modegeschmack wie eine Wäscheklammer, weißt du das? Ich finde ihn ganz entzückend. Hallo, Mr. Alien, wo bist du? Du gehst mir sowieso ins Netz. In Ordnung, dann spielen wir eben Verstecken. Komm raus, du kleiner grüner Mann. Wo zur Hölle steckst du? Verdammt, vielleicht trauen sich diese Brüder ja nur nachts raus. Hab ich dich!
Alles fit bei Ihnen, Polidori? Bei mir schon, aber Ihnen scheint's nicht besonders zu gehen. Wieder mal auf Alienjagd? Ja, und Sie? Hirudo Medicinales. Gesundheit. Nein, Sie liegen völlig falsch. Medizinische Blutegel. Ich verwende sie für... Für... Ein Alien! Hab ich dich? Oh je! Oscar, Tinto, den Nestor gesehen? Er scheint spurlos verschwunden zu sein. Der Sonnenschutzanzug ist nicht da. Das heißt, dass er heute Abend nicht nach Hause gekommen ist. Wir müssen ihn finden. Und zwar schnell, ich weiß auch schon wie. Tinto, geh in Nestors Zimmer und hol ein gebrauchtes Kleidungsstück. Wir treffen uns an der Geheimtür. Fletcher, du kommst mit mir. Okay. Ah, Tinto, bist du klargekommen? Ja, ich hab was gefunden. Gut, oder? Um Nosferatus willen, Tinto, das stinkt total ranzig. Ich falle gleich in Ohnmacht. Entschuldigung, aber ich kann mal wieder überhaupt nichts riechen. Wegen meiner Allergie und wegen meiner Nasenhöhlenprobleme. Interessant, aber vielleicht ist das genau das Richtige. Lass mal Ortos schnuppern. Ortos? Ortos! Versuch's nochmal, Tinto. Na los, und nehmt die Socke mit für den Fall, dass wir die Fährte verlieren. Ich kann das immer noch nicht fassen. Woher kommen Sie? Können Sie mich verstehen? Oh je, oh je. Ah, korrekt, Herr Polizeihauptwachtmeister. Ein echter Alien, live und in Farbe. Ja, ich hab ihn gefangen. Mit einem Schmetterlingsnetz. Hallo? Hallo? Der Empfang hier draußen ist wirklich verdammt schlecht. Das Gespräch wurde schon wieder unterbrochen. Wie wär's mit der Zeitung oder dem Fernsehen? Wissen Sie was, Polidori? Das ist eine ganz großartige Idee. Entschuldigen Sie, Mr. Alien. Möchten Sie vielleicht eine Zeitung lesen oder eine Fernsehsendung anschauen? War eine nette Idee, Mister, aber er möchte gar kein Fernsehen schauen. Doch nicht für ihn, sondern für Sie, für uns. Sie sollten ein paar Reporter ranholen, um das hier publik zu machen. Ja, Donnerwetter. Sie sind wirklich ein Genie, Polidori. Ich werde mich sofort darum kümmern. Und gerade habe ich gedacht, es könnte nicht schlimmer werden. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Insekten im Wald vergessen. Also irgendwas ist hier faul. Jemand muss Nestor überrascht haben. Polidori! Polidori! Ich wusste, dass dieser Dösbabbel was damit zu tun hat. Okay, wir gehen auf der Stelle zu ihm nach Hause und erteilen ihm eine anständige Lektion. Nein, Quatsch. Polidori wohnt doch da drüben. Aber Ortos will uns in die andere Richtung führen. Er irrt sich nie. Los, weiter, Ortos. Such Nestor. Achte darauf, dass Sie meinen Namen richtig schreiben. Polidori hinten mit einem I, nicht mit einem Y. Polidori mit einem Y. Nein, mit einem... Das werden die Reporter sein. Ich werde Sie begrüßen. Sie bleiben hier und passen bitte auf Elvis auf, ja? Elvis? Ja, ich habe ihn Elvis genannt. Bald werden wir sehr berühmt sein, verstehst du das? Man wird uns auf den Fernsehkanälen der ganzen Welt bewundern. Apropos bewundern, ich werde mich mal ein bisschen frisch machen. Was, Reporter? Wir müssen Nestor da rausholen, und zwar flott. Tinto, jetzt kommt die Socke ins Spiel. Nicht zu mir, nicht zu mir! Okay, das ist der Plan. Du bist ein verdammt gut aussehender Mann, Paulus T. Polidori. Mit einem I. Bei Van Helsings nicht eine Gerda, was ist das? Okay, Nestor, dann lass uns hier mal verduften. Er ist hier drin!
Ben! Aha, es ist ein Er. Lobo, ist es ein Er? Oder haben Sie schon mal gehört, dass ein Mädchen Elvis heißt? Tch, wo ist denn jetzt unser Polidori hin? Wer? Na, Polidori! Polidori, dieser Vampir-Verrückte? Hat der etwa irgendwas damit zu tun? Na klar, er war dabei, als ich den Elvis gefangen habe. Aber er hat keinen Finger gerührt. Aber wie auch immer, genug geschwätzt. Wollen Sie Elvis kennenlernen? Also, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ah, Sie müssen doch keine Angst haben. Der Elvis ist ganz freundlich. Elvis? Hey, Elvis! Na, habe ich zu viel versprochen? Könnte ich sehen, wie er aussieht? Setzen Sie ihm doch mal den Helm ab. Tja, warum nicht? Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Möchtest du deinen Helm absetzen, Elvis? Er ist ein bisschen schüchtern. Na ja, weil er sie noch nicht kennt. Geben Sie ihm ein bisschen Zeit. Ach, gepriesen seien meine Möbel und besonders mein Kühlschrank. Die sehen ja genauso aus wie wir. Schade, dass wir den Sonnenschutzanzug zurücklassen mussten. Ich habe ihn sehr gemocht. Ich kann dir einen neuen machen. Das kriegen wir hin, Nestor. Ach, nenn mich doch Elvis. Elvis? Nur für heute Nacht. Ich hab mich schon so daran gewöhnt. Bitte, sagen wir Elvis, aber nur heute Nacht. Wenn ich's mir recht überlege, dann haben wir die Kuh ziemlich clever vom Eis geholt. Was meinst du, Elvis? Aha. Nimm mich in Acht, denn wir sind Vampire. Und unser Kuss ist Geld.